Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute wird es bei uns um ein Spiel aus dem Squad-Battles-Modus gehen. Dynamo gegen die Old Boys. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. So sieht die Aufstellung von Dynamo aus. Im Tor ist Alisson. Bernardo Silva steht mit Bruno Fernandes im Mittelfeld. Und im Sturm ist Victor Osimhen. Sie bekommen den Einwurf. So gehen die Old Boys in dieses Spiel. Im Tor spielt Peter Schmeichel. Bastian Schweinsteiger steht neben Bernardo Silva in der Mitte. Und im Sturm sehen wir nur einen Mann. Das ist Pierre-Emerick Aubameyang. Osimhen. Tolles Tackling von ihm. Und Aubameyang. Osimhen. Jetzt die Old Boys am Ball. Dembélé. Vielleicht die Führung jetzt. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Ecke kommt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke. Und dann kommt Pierre-Emerick Aubameyang zum Kopfball. Ganz starke Szene, unnachahmlich. Dynamo muss kämpfen. Nach diesem Tor liegen sie jetzt hier hinten. Bruno Fernandes. Am Ball Robertson. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Am Ball jetzt Victor Osimhen. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Jungmin Son. Spiel Nummer 100 in diesem Club für ihn heute. Und da werden sicherlich noch viele, viele Partien folgen. Das ist nicht sein letztes Jubiläum hier. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Zieht mit dem Ball nach innen. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Jetzt kommt die Ecke und die Situation geklärt. Jetzt die Chance. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schweinsteiger jetzt. Gomez. Bernardo Silva. Aubameyang. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Stones. Ødegaard. Ball bei Bernardo Silva. Alleine durch. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Ja.
Ecke wird ausgeführt von Bruno Fernandes. Abwehr ist da und dann kann er keinen perfekten Kopfball setzen. Fängt diesen Ball ab. Die Mitspieler bieten sich an. Der Schuss geblockt, aber weiter gefährlich. War dann doch zu unentschlossen. Ah, Ballverlust. Dembélé. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Kreuz. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Guter Zweikampf. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Dirk Kuyt. Geht vorbei. Stark, das war's mit der Chance. Kein Problem, den hat er. Er kann klären. Am Ball jetzt Victor Osimhen. Den Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Aubameyang. Oh, viel Platz jetzt. Die erste Parade ist einfach nicht gut genug. Das war zu sehen und dann machen sie das Tor doch im Nachschuss. Na, der Ball kommt an den langen Pfosten. Schwierige Parade zunächst, aber dann sind sie da, machen das Tor. Ja, das ist eine Folge des Drucks. Nummer 10, Pierre-Emerick Aubameyang. Diogo Jota. Osimhen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Osimhen. Heute ist das. Chance für den Konter jetzt. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Da haben sie die Chance. Ganz sicher. Die Ecke kommt. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Angriff von Dynamo. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Cool. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Bastian Schweinsteiger. Was machen Sie draus? Schöne Parade. Osimhen. Das macht Vidic ganz energisch. Aubameyang versucht. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Fans können erstmal durchatmen. Bernardo Silva. Das ist Osimhen. Diogo Jota. Der Reingabe kommt lang. Geklärt von Nemanja Vidic. Vielleicht der Ausgleich. Der ist drin. Es steht unentschieden.
Coach ist sauer, kann es nicht fassen, denn der Ausgangspunkt dieses Tores, ja, das ist dieser nachlässige Befreiungsschlag. Viel zu lässig, viel zu schwach. Sie kommen nicht raus, die Szene geht weiter und dann fällt das Tor doch noch. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Trent Alexander-Arnold. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Sieg... Sie gehen in Führung! So kurz vor Schluss, das Ding müssen sie gewinnen. Super Tor, setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Dembélé jetzt vielleicht über außen. Da macht er gut zu. Den Zweikampf führt er sehr gut. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Dembélé. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Könnte der Ausgleich sein. Oh, gehalten. Ausgleich verhindert. Riesenaktion. Sensationell. Kurz vor... Schluss bleiben sie also weiter knapp vorne. Ecke kommt. Gibt's doch nicht. Kein Tor. Das muss doch fast der späte Ausgleich sein. Riesenchance, aber die Parade, die war ja sensationell. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Bastian Schweinsteiger. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor.